So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von YouTubers Live hier auf unserem schönen Kanal. Ja, heute machen wir unser Kochstudio weiter. Falls ich hier gerade gegen das Mikrofon gekommen ist, tut mir es leid, denn ein bisschen ist es doch schon nervig, wie ich hier dagegen komme. Aber alles ist gut, alles ist gut. Und wir gehen eine Runde schlafen, danach gehen wir lernen, danach arbeiten. Und zwar gehen wir Schuhe putzen. Aber mir fällt gerade ein, ich hatte nämlich einen Kommentar bekommen mit dem Timmy Burger hier, mit dem Event. Ich kaufe mein Ticket und gehe dahin und gucke einfach mal, was das für ein Event ist. Das wurde ich nämlich auch gefragt. Ja, ich wäre gespannt, was das für ein Event ist. Und deswegen gehen wir jetzt zu Tim. Aber wir ziehen uns um und dann unterhalten wir uns mit Emma. Alles über Computer heutzutage, nichts anderes. So, wir haben an sich haben wir keine Kleiderordnung. Also können wir eigentlich auch so hingehen zum Event und gucken mal. Bei den Kochherausforderungen musst du den Gästen Essen servieren, bevor sie die Geduld verlieren. Klicke mit der Maus auf die Untersiedlung und das Essen zu. Oh, okay. Gut. Gib auf gekochte Speisen ab. Ach, damit sie. Aha. Okay, ich weiß schon, wer das gemeint ist, hatte Getränke, um Getränke zu füllen. Du kannst falsche oder kalt gewordene Gerichte recyceln. Gut, dann fangen wir mal an. Es soll jetzt Stress geben. Da kommt das Essen jetzt. Was wollen Sie? Ein Mettburger. Wow, das ging aber schnell. Das war ja... Was war denn das für eine Aufgabe? Ein Burger. Das kriegen wir hin. Wow. Was kriege ich denn als Geld? Chain, also oh, Score. Oh, jetzt kommen zwei. Was fange ich damit an? Ah, Stress. Nein. Oh, ich will das abstellen können. Schei. Burger? Burger. Alter. Okay, ein Burger. Können wir austeilen. Burger. Ah, okay. Das ist gleich so. Okay. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ich dachte, ich muss hier noch die Nudeln oder sowas braten oder machen. Also eigentlich die ganze Zeit nur hin und her ziehen, das Sack. Ah, jetzt... Hä? Okay. Ich kapiere. Ich kapiere. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Okay, nun ein Burger. Ein Burger mit was? Okay, das war jetzt Anfangsschwierigkeit. Schwer. Timmy Burger, Schwierigkeit niedrig. Serie 3, Rang A, das ist gut. 65 Abonnenten, aber kein Guthaben. Ich habe nichts verdient. Jetzt können wir erstmal uns noch eine Sache hier aussuchen. Wir nehmen natürlich den Abspann. Und wir kommen da rein. Oh, wir können uns die Wohnung teilen. 150 Euro, 160, das packen wir schon. Dein Zuhause. Wir ziehen um. Tschüss, Mama. So, in diesem Raum da sind 50.000 Abonnenten erreicht. Und das müssen wir jetzt auch unbedingt schaffen. Das ist unser Ziel. Wir sollen den Kühlschrank erstmal öffnen und was essen. Gut, ich habe zwar keinen großen Hunger. So, wir haben jetzt ganz, ganz viel Limonade gekauft. Da es uns auch vom Bett fernhält. Nicht so viel wie Energy, aber Energy ist schon 1 Euro teurer. Und ja. Jetzt können wir uns noch einen Kurs auswählen. Wir machen Nachbearbeitung. Finde ich wichtig. Ja, ich habe den ganzen Tag verbracht mit Videos hochladen, genau. Ich bin ja gerade erst nur reingekommen. In die Wohnung, deswegen habe ich den ganzen Tag gebraucht, um Videos hochzuladen. Genau.
So, wir haben den Kurs abgeschlossen. Machen sehr viel Plus bei Videobearbeitung. Gut. Und jetzt gehen wir erstmal essen. Abgeil. Möchte ich mich eigentlich unterhalten? Erstmal gucken wir mal hier so, was wir hier so Schönes haben. Hier könnte man sich eine Kochplatte holen. 150 müsste man nur zusammensparen. Das geht ja. Dann können wir mal was Ordentliches machen. Molekular. Nice. So, jetzt kaufen wir uns mal ein bisschen was ein. Aber wir sind ja voll. Das sehe ich gerade. Na, dann geht das ja. Dann gehen wir erstmal schlafen. Wir gehen dann Arbeit. Und ich merke gerade, wir brauchen keine Schule mehr. So, nachdem wir gegessen haben und nochmal Zeitung ausgetragen haben, würde ich mal sagen, machen wir ein schönes Würzfleisch. Machen da einen Kochtipp daraus. Machen das Ganze mit einem Anfängermesser. Und natürlich Mamas Mikrowelle, die wir natürlich geklaut haben und mitgenommen haben. Und ich habe ja natürlich wieder den ganzen Tag verbracht mit Videos schneiden. Was anderes mache ich ja sowieso nicht. So, und da sind wir wieder da und beginnen jetzt erstmal wieder unser eines Video, weil wir müssen unsere 1800 Abonnenten, die ich leider im echten Leben nicht habe, gerne benutzen. Wir haben niedrige Auflösung, da müsste man sich auch mal ransetzen. Filter haben wir keinen, Monoausgabe. Na gut, dann machen wir eben fortsetzen. Natürlich ist das Würzfleisch Kochtipps 1. Macht eine Begrüßung am Anfang. Gehen dann weiter sarkastischen. Ah, hat nicht gepasst. Du beschließt eine Zutat hinzufügen. Erklärst und erklärst warum. Natürlich ein professioneller Kommentar. Gut, das passt jetzt nicht mit dem alten. Nur wenn es sich nicht, welche Zutat als nächstes kommt, dann mach mal einen lustigen Kommentar daraus. Mist! Der war ganz falsch. Und jetzt wird das Video noch bearbeitet, das nur was jeder macht im YouTuber-Leben. Genau so sieht das aus, was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Oder ist es auch nicht im echten Leben. So, dann kommt das hier hin, damit wir hier zwei haben. Und dann machen wir so, dann haben wir 11 Rennerpunkte. Ach ne, die haben wir ja noch. So. Wir machen weichen Fokus und Titel wählen und wir rennen das Ganze 4 Stunden hochladen. Das geht eigentlich. Rezept, Interesse. Oh, perfekt eigentlich. Perfekto Spontanius. Oh. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass es Leute angucken wollen. Ja, ich mache ein Video für die. Krieg 6k Punkte mehr dazu. Und auch ein bisschen Geld, das akzeptiere ich natürlich. Sie wird es mir schicken. Da kam es an. Ich gehe natürlich schlafen. Nicht zweimal schlafen. Und da ist das Rezept. Jetzt können wir es öffnen. Da ist das Rezept von Omi Leini. Und das ist das hier. Rinderroulade. Das müsste das sein. Alle reden über dieses Rezept. Okay, dann machen wir natürlich hier... Oh fuck, was soll ich denn draus machen? So, wir sollen hier ein Rezept erklären. Draus machen. Mit den Anfängermesser und Mamas Mikrowelle. Dann starten wir das Ganze. Arbeitsplatz ist der alte. Was anderes kann man nicht. Rezepterklärung. Rinderroulade mit Haferbrei. Lecker. Du erinnerst dich nicht, welche Zutat als nächstes kommt. Machen wir einen sarkastischen. Perfekt. Du probierst das Gericht aus und es schmeckt köstlich. Du siehst ja an, was du zubereitest. Perfekt. Wartezeit. Dann machen wir einen lustigen Kommentar hin. Ah, schade. Aber ich glaube doch schon, selbst wenn ich jetzt die falschen Utensilien und das falsche genommen hätte, hätte ich trotzdem, wäre es trotzdem gut ausgegangen. So, weicher Fokus, diesem keine Farben ändern. Und dann rendern wir mal. Neuer Rekord. Skript, okay. Und ich sehe ja gerade, wir haben hier schon Abonnenten dazu bekommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Mein PC ist kaputt. 600 Megahertz. Na, dann wollen wir den mal reparieren lassen. Und gehen in der Zeit. Ja, hallo Mechaniker.
Ich kann dich doch alleine lassen, oder? Vor allem, der Computer ist kaputt, aber man kann weiter rennen. Wenn das im echten Leben so wäre, perfekt. So, das Video wird immer weniger angeguckt, aber für 2K, das ist nice. Das Ergebnis, ja, für Fleischliebhaber, ist schon nicht schlecht. Wir gucken mal, ob wir den aufrüsten können. Oh, Gloria, ja. Ah, gut. So, wir gehen Zeitung austragen. Ich habe das für sie erledigt, habe 150. Oh, wir könnten uns die Kochplatte holen. Wir könnten uns die Kochplatte holen. Ich habe eine neue Videokategorie freigeschalten. Level up, okay. Okay, das habe ich gerade nicht kapiert. Kochtipps. So, und wir machen noch ein Video machen wir noch. Und danach beende ich den Part. Und dieses Video wird ein Kochtipp für das Champignon gedöns sein, was wir bereitet haben. Im letzten Part. Und wir starten mal das Ganze. Ich starte die Aufnahme natürlich mit einer winkenden Begrüßung. Ich merke, mein PC wird langsam warm. Wartezeit, bis das Kochen fortfahren kann. Kommt natürlich ein lustiger Kommentar dazu, der natürlich falsch war. Nicht direkt falsch, aber falsch. Du verwendest sie trotzdem mörderischen Blick, weil ich sie trotzdem benutze. Schade, hat nicht geklappt. Ich habe eine falsche Zutat verwendet, kann leider keine Punkte mehr nehmen, weil wir haben Hunger und wir müssen schlafen gehen. Das machen wir dann gleich. So sieht jetzt unser fertiges Video aus. Titel, weicher Fokus, rendern. Interesse 100. Auf 100 hoch. Richtig, richtig geil. Hochladen. So, und dann würde ich sagen. Nein, ich möchte auf keine Party kommen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen runter. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Minister Wort. Ciao, ciao.